eine der sonderbarsten Tätigkeiten des Homo sapiens. Was machen die denn da? Wir sehen hier die Vorbereitung zu einem Agility-Wettkampf in Zenwald. Agility ist ein Hundehindernislauf, bei dem es um Tempo und Geschicklichkeit geht. Es gibt drei verschiedene Hundegrößenklassen und wie beim Fußball verschiedene Ligen. Hier ist es die dritte von vier. Es gilt, mit dem Vierbeiner den Parcours fehlerfrei zu durchlaufen, also einen sogenannten Nullerlauf zu absolvieren und schneller als 75 Sekunden zu sein. Die Nummern sind in der richtigen Reihenfolge zu durchlaufen und jeweils in der richtigen Richtung. Für die drei schnellsten sechsbeinigen Teams steht dann das Treppchen parat. Einen super Lauf haben wir gehabt. Also einen Nuller haben wir gemacht, einen schönen Nuller. Und ja, wir haben eine riesige Freude jetzt. Es war sehr ein schöner Parcours gewesen, also ganz ein schneller Lauf war es auch noch gewesen. Aber er hat auch Verzweigungen rein gehabt, wo man hätte können falsch laufen, wenn man den Hund nicht schön angerufen hat. Aber also ganz schön, schön gesteckt war er gewesen, ganz schön gesteckt. Sie sucht halt Würstchen, Entschuldigung. Was Karin Eggenberger besonders freut, sie und Beiler können nun, da dies bereits ihr fünfter Nullerlauf war, in die nächste Liga aufsteigen. Ich finde es faszinierend, dass die Hunde und Mensch gleichermaßen einen Parcours absolvieren und einfach Freude zeigen. Spass hat man auf jeden Fall. Es machen sicher alle mit Freude das und es ist nachher auch niemand hässlich auf den Hund. Man ist vielleicht einen Moment enttäuscht, weil man einen Fehler gemacht hat, aber das andere sieht man so wirklich nicht.